Impressionen von Asunción, Paraguay und der Frage ist Paraguay das gelobte Land? Wir haben hier von Paraguay aus unseren Bestseller gefeiert. Wir haben vieles von hier aus gemacht und entdeckt. Und vielleicht kennst du das, dass du viele Jahre glücklich warst in dem, was du tust und irgendwann spürst, irgendwas ist nicht mehr stimmig. Und ich bin zum Beispiel unendlich dankbar, dass ich in Deutschland geboren bin und aufgewachsen bin im Allgäu, Nähe der Bergen in Österreich, die Wanderungen, die Seen. Es ist ein Traum. Deutschland, Österreich, ich liebe es. Doch was in den letzten 2 Jahren geschehen ist, das kann ich so einfach nicht mehr mittragen. Für mich ist Veränderung angesagt. Wir hatten an sich geplant, im Sommer in Deutschland, im Winter irgendwo im Warmen. Im Moment glaube ich, dass der Weg woanders hingeht. Und ja, ich weiß, ich war lange Zeit glücklich im Kloster. Es war eine wertvolle Zeit, aber irgendwann habe ich gespürt, es nimmt mir die Luft zum Atmen. Und so ähnlich geht es mir derzeit mit der Situation, was geschieht im deutschsprachigen Raum in Europa. Und ist Paraguay das gelobte Land? Ist da alles wunderschön, wunderbar? Ich habe in den anderen Videos schon gesagt, auch in Paraguay gibt es Herausforderungen. Und wenn man loslässt und wenn man sich entscheidet, loszulassen, dann sind manche Dinge auch nicht so ganz leicht und nicht so einfach und tun auch weh. Zumindest ging es mir so. Wir haben ein wunderschönes Haus in Deutschland. Schau mal, hier ist übrigens Kloster, ein ehemaliges Kloster, wo eine Pizzeria drin ist. In Deutschland haben wir ein traumhaft schönes Haus. Ein paar Minuten in den Wald, durch den Bach gehen. Ich habe an einem tollen Ort gelebt, in der Nähe von Berge und Seen. Und ja, das tut mir weh, das loszulassen. Wir haben uns entschieden, das Haus zu verkaufen. Es tut mir leid und es tut auch weh. Und es schmerzt auch, meine Familie nicht so sehen zu können. Und gleichzeitig weiß ich, dass Neues auf mich wartet. Dass Gott, vielleicht magst du es Universum nennen, für mich ist es Gott, so viel für mich bereithält, mich immer neu beschenkt. Ob es auf Dauer Paraguay sein wird, wer weiß das schon. Jetzt im Moment fühle ich mich hier wohl. Hier siehst du übrigens im Park, wo wir waren, diese schöne Brücke. Die haben so wunderschöne Brücken und auch hier gibt es kleine, ja, Seen, Teiche, wunderschöne Plätze. Ich glaube, das Wichtigste ist, in uns wahrzunehmen. Diese Fülle, die uns gegeben ist und ja, wann es dran ist, loszulassen. Loszulassen von Dingen, loszulassen vielleicht auch von Menschen, von Situationen. Und sich aufzumachen in ein unbekanntes Land. Ich habe damals, als ich aus dem Kloster gespürt habe, dass was nicht mehr stimmig ist, habe ich in den Exerzitien, in den Tagen des Schweigens, eine Aufgabe gekriegt, ich soll lesen in der Bibel, ich soll sie einfach aufschlagen. Und da habe ich damals die Bibel aufgeschlagen, da war, zieh fort aus deinem Land in das Land, das ich dir zeigen werde. Und übrigens, hier siehst du gleich einen kleinen Kolibri, der hier vorbeigeflogen ist. Er ist ganz klein, du kannst ihn vielleicht so gar nicht sehen. Aber geh weg aus deinem Land, in das Land, das ich dir zeigen werde. Keine Ahnung, wie das Land sein wird. Und für mich war das damals furchtbar, die Vorstellung zu gehen. Aber mit was das Leben mich beschenkt hat, mit was Gott mich beschenkt hat, wie genial das ist. Und hier dieser Kolibri. Wow, ist das nicht großartig. Und deswegen mag ich jeden ermutigen, die Angst einfach anzuschauen und die Sehnsucht vor allem anzuschauen. Was willst du wirklich? Und dich durchaus zu trauen, wenn du spürst, dass es dran ist, loszulassen, dich auf Neues einzulassen. Paraguay ist möglicherweise nicht das gelobte Land, weil alles wunderbar ist. Das gibt es auf dieser Welt nicht, dass es nur das Paradies ist. Aber wir können so leben. Und übrigens, meine Wunsch, mit der ich zusammenarbeite, habe ich mir auch mich nochmal ganz neu ausgerichtet und habe gespürt,
Auch da darf man loslassen, sich neu ausrichten. Ob das jetzt hier in der Stadt ist, wir sind ja noch diesen Monat im Juni 21, oder 22, seit Juni 21, seit August 21 sind wir da in Paraguay. Und diesen Monat waren es dann 6 Monate, dass wir hier in der Stadt gelebt haben. Und sind beide total überrascht, wie schön und wertvoll und was wir hier alles erlebt haben, wie gut uns auch diese Stadt gefällt.